بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Wir wollen heute, inshallah, den dritten Teil von Surat An-Naba behandeln. Wir haben bereits zwei Unterrichte uns mit dieser Sura, mit dieser gewaltigen Sura beschäftigt gehabt und wollen heute, inshallah, ta'ala, zum Ende kommen. Letzte Woche sind wir gekommen bis zu den Versen 22, 23, لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا, und wollten eigentlich noch einmal genau da auch anknüpfen. Bevor wir das machen, nochmal eine ganz kurze Wiederholung zum Aufbau der Sura. Surat An-Naba ist eine mekkanische Sura, wie wir alle wissen. Und man kann diese Sura grob gesehen in drei Teile aufteilen. Einmal in den ersten Teil, in dem Allah subhanahu wa ta'ala über die Mekkaner spricht, worüber sie diskutieren, über den Naba. Was war nochmal der Naba gewesen? Die Nachricht, was ist die gewaltige Nachricht? Letzte Woche nochmal wiederholt gehabt auch. Was war die gewaltige Nachricht? Genau, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam entsandt wurde und daraufhin Allah subhanahu wa ta'ala mehrere seiner Geschöpfe in dem Vordergrund stellt, seiner Gnaden in dem Vordergrund stellt, welche alle miteinander auch im Zusammenhang stehen und aufzeigen, dass es einen jüngsten Tag geben wird. Und das bis zum Vers Nummer 16 dieser Sura. Bis zum Vers Nummer 16 dieser Sura und dicht bestandene Gärten. Und dann kommt der zweite großer Teil dieser Sura, mit dem wir uns gerade beschäftigen, in dem Allah subhanahu wa ta'ala jetzt über was spricht? Jetzt über den jüngsten Tag spricht. Und es diese schöne Einleitung gibt zum sogenannten Yawm al-Fasl. Was war nochmal der sogenannte Yawm al-Fasl? Was heißt er nochmal? Fasl. Fasl ist die Trennung. Dass eine Sache getrennt wird. Wir sind auf die unterschiedlichen Bedeutungen von Al-Fasl eingegangen. Übersetzt wird es hier mit dem Tag der Entscheidung. Es ist der Tag, wo über die Menschen gerichtet wird, wo die Wahrheit zum Vorschein kommt und auch die Unwahrheit zum Vorschein kommt. Die Wahrheit von der Unwahrheit getrennt wird, sodass beides klar und deutlich ist. Es ist der Tag, wo die Gläubigen von den Ungläubigen, die Guten von den Schlechten getrennt werden. Also es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Tag, wo es um die Trennung geht. Und dann spricht Allah subhanahu wa ta'ala darüber, wie dieser Tag eingeleitet wird. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Der Tag, der ins Horn geblasen wird und ihr in Scharen herkommt. Wer bläst noch einmal ins Horn? Wie heißt der Engel, der ins Horn blasen wird? Meine Schwester Israfil. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Und da der Himmel geöffnet und dann zu Toren wird. Und wir haben gesagt gehabt, dass dieser Himmel, der so stabil ist, über den Allah Ta'ala in dem ersten Teil gesprochen hat, jetzt zerbrechen wird. Und dass vom Himmel die Engel herabkommen werden. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ. Und jetzt kommen die Berge, die für Stabilität auf der Erde gesorgt haben und die jetzt plötzlich zu Staub werden. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Und da die Berge versetzt und dann zu einer Luftspiegelung werden. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. Und jetzt geht es zu diesem Übergang. In dieser Sura geht es darum, die Mekkaner zu warnen, ihnen die Augen zu öffnen.
Und deswegen Allah Ta'ala, er hebt hier den Aspekt der Strafe hervor. Inna jahannama kanat mirsada, gewiss die Hölle ist ein Hinterhalt, welche auf ihre Insassen regelrecht warten wird. Littarina ma'aba, für diejenigen, die das Maß an Frevel überschreiten, eine Heimstatt, der Ort, wo sie zurückkehren, als wäre es ihre Heimat. Und jetzt? Labithina fiha ahqaba. Das ist der letzte Vers, den wir letzte Woche besprochen hatten. Lange Zeit darin zu verweilen. Wir hatten gesagt gehabt, dass dieser Begriff ahqab, huqba, ahqab in der arabischen Sprache auch eine gewisse Zahl an Jahren wiedergibt. Was hatten wir da erwähnt gehabt? Man kann sich noch erinnern. Es gibt zwar Meinungsverschiedenheit, aber wir hatten eine Meinung hervorgehoben gehabt. Und zwar, dass es sich hier um eine Zeitspanne von 80 Jahren handelt. Ihr erinnert euch vielleicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt jetzt in diesem Vers, und das ist eine Androhung, lange Zeit darin zu verweilen. Mehrere Zeiten. Ein Leben nach dem anderen. Viel länger als auf dieser Erde. Und wir hatten in Bezug auf diesen Vers etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt, wo es um eine theologische Auseinandersetzung geht. Und zwar über die Frage, wird die Hölle eines Tages enden oder nicht? Und wir haben aufgezeigt gehabt, dass die Mehrheit der Gelehrten der Ansicht ist, dass sie nicht enden wird. Und dass sie nicht vergehen wird. Es aber eine Anzahl von Theologen gibt, welche der Ansicht sind, aufgrund unter anderem dieses Verses und einigen anderen Versen aus dem Koran und auch den Aussagen einiger Gelehrter unter den frommen Altvorderen, unter den As-Salaf al-Salih, dass es Menschen geben wird, die zwar für immer in der Hölle bleiben werden, aber die Hölle eines Tages mit ihnen untergehen wird, sodass sie dann nicht mehr existieren werden. Und sie stützen sich unter anderem auf diesen Vers. Indem nämlich Allah subhanahu wa ta'ala sagt, labithina fiha ahqaba, sie werden darin, ja, immer wieder ahqab verweilen, also diese Zeitspannen verweilen, diese Zeiten, diese zeitlichen Abschnitte verweilen, aber es wird kein Ende haben. Es wird ein Ende haben. Weil Allah ta'ala, er spricht hier von Zeitspannen, die aber ein Ende haben können. Ebenfalls stützen sich diese Gelehrten auf einem Vers in Surat Al-An'am, und zwar der Vers Nummer 128, in dem Allah subhanahu wa ta'ala folgendes sagt, قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Er sagte, das Höllenfeuer wird euer Aufenthaltsort sein, ewig darin verweilend, außer was Allah möchte. إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Wahrlich, euer Herr ist allweise, allwissend. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat gesagt, sie werden ewig darin verweilen, aber gleichzeitig hat er was hinzugefügt, außer wenn Allah etwas anderes möchte. Und sie haben das so interpretiert, dass sie gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala, er droht zwar einen langen Aufenthalt in der Hölle an, aber er kann, wenn er möchte, der Hölle ein Ende setzen. Subhanallah. Ebenfalls haben wir Verse aus Surat Hud, die wir letztes Mal schon erwähnt hatten, und zwar die Verse Nummer 107 und 108, in denen Allah subhanahu wa ta'ala einmal über diejenigen spricht, welche elend sein werden, also über die Schlechten, welche im Höllenfeuer landen werden, und dann im Vers darauf über diejenigen, welche die Glückseligkeit erlangen werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt zunächst erst einmal über diejenigen, welche im Höllenfeuer landen werden, خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Ewig darin werden sie verweilen, also in der Hölle, solange Himmel und Erde bestehen. Und jetzt, إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ, außer wenn dein Herr etwas anderes möchte. Und jetzt kommt dieser wichtige Zusatz, إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. Wahrlich, dein Herr, er tut, was er möchte. Und dann ein Vers darauf, wo er über die Paradiesbewohner spricht, heißt es, خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ.
ewig darin verweilen, solange Himmel und Erde bestehen, illa ma sha'a rabbuk, außer was dein Herr möchte. Und jetzt, ganz, ganz wichtig, ata'an ghayra majzuz. Es handelt sich um eine Gabe, die nicht enden wird, die nicht abgeschnitten wird. Das heißt, bei denjenigen, welche im Höllenfeuer sind, sagt Allah Ta'ala, Allah kann tun, was er möchte. Also mit anderen Worten, er könnte theoretisch, wenn er wollte, dieser Strafe ein Ende setzen. Bei den Paradiesbewohnern sagt jedoch Allah Subhanahu wa Ta'ala, dass diese Belohnung niemals enden wird und niemals abgebrochen wird. Und dann gibt es natürlich noch einige Aussagen von den As-Salaf as-Salih, sogar von den Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie von Umar ibn Khattab, von Ibn Mas'ud und von einigen anderen, wie Abu Huraira, dass irgendwann einmal das Höllenfeuer ein Ende finden wird. Ich nehme mal die Aussage hier von Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, la yatiyanna ala jahannama zamanun tukhfaqu abwabuha laysa fiha ahadun wa dhalika ba'da ma yalbathuna fiha ahqaba. Es wird eine Zeit kommen für Jahannam, wo ihre Tore geschlossen werden und keiner in Jahannam ist. Und das, nachdem sie dort Ahqaba, also mehrere Zeiten, verweilt haben. Und es gibt, wie gesagt, noch andere Aussagen, auch von den Tabi'in, ja, von Al-Sha'bi wird überliefert, dass er gesagt hat, Jahannamu asra'u ad-darayni umrana wa asra'uhuma kharaba. Jahannam ist die Wohnstätte, der beiden Wohnstätten, welche am schnellsten bewohnt wird, aber welche auch am schnellsten zerstört wird. Es gibt noch andere Aussagen diesbezüglich. Und das steht im Einklang mit einer ganz, ganz wichtigen Sache. Aber vorher möchte ich noch zwei Verse erwähnen diesbezüglich. Und zwar, ist nicht live? Ist nicht, okay, ist live. Und zwar in Surat Al-Bayyinah, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, in Surat Al-Bayyinah ganz am Ende gibt es einen ähnlichen Hinweis darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Unterschied macht zwischen der Ewigkeit im Paradies und zwischen der Ewigkeit im Höllenfeuer. Und zwar hört euch mal folgende Verse an. Allah Ta'ala, er spricht zunächst erst einmal über die Höllenbewohner, ja, von den Ahl al-Kitab, von den Leuten der Schrift. Inna alladhina kafaru min Ahl al-Kitab wal mushrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum sharrul bariyah. Gewiss diejenigen unter den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden im Feuer der Hölle sein, ewig darin zu bleiben. Allah nennt hier was? Khalidina fiha. Was sagt aber Allah Ta'ala über die Paradiesbewohner? Er sagt, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha was? Abada. Ihr Lohn bei ihrem Herrn sind die Gärten Edens, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah Ta'ala erfügt bei den Paradiesbewohnern was hinzu? Abada. Nochmal eine Bestätigung, dass es wirklich sich um etwas handelt, was nicht enden wird. Bei den Höllenbewohnern benutzt er nur was? Khalidin. Und Khalud muss nicht unbedingt absolute Ewigkeit bedeuten, sondern deutet auf eine lange Zeitspanne hin. Das ist ebenfalls nochmal ein Beleg. Jetzt kommt in der Theologie, in der islamischen Theologie, wenn ihr ein Buch in der Aqide oder im Tauhid lest, dann werdet ihr etwas Interessantes finden. Und zwar, wenn es um ein Versprechen geht, ein Wa'd von Allah im positiven Sinne, dann muss Allah Ta'ala aufgrund seiner Vollkommenheit dieses Versprechen einhalten. Warum? Weil Allah Ta'ala sagt im Koran, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ. Wer sagt ehrlichere Worte als Allah? Gut, das ist das eine. Wenn es aber um eine Androhung geht, dann muss Allah Ta'ala diese Androhung nicht wahr machen, sondern er kann davon absehen. Und das nennt man auf Arabisch Wa'id. Warum unterscheiden die Gelehrten zwischen dem Wa'd und dem Wa'id? Was ist der Grund? Der Grund ist, wenn ich beispielsweise meinem Kind ein Versprechen mache, wenn du das machst, dann werde ich dir 10 Euro geben als Beispiel, als Geschenk. Und dann gebe ich diese 10 Euro nicht. Wird das Kind enttäuscht sein oder nicht?
Es wird enttäuscht sein. Es wird sagen, mein Vater hat mich angelogen. Hat mir was versprochen, was er nicht eingehalten hat. Wenn ich aber einem Kind Strafe androhe und sage, wenn du das noch einmal machst, dann bekommst du Stubenarrest als Beispiel. Und dann macht das Kind noch einmal, aber ich gebe ihm noch mal eine Chance. Wie betrachtet das mein Kind? Positiv oder negativ? Positiv. Subhanallah. Und deswegen haben die Gelehrten unterschieden zwischen dem sogenannten Wa'd und Wa'id. Ganz, ganz wichtig. Am Ende, wir wissen es nicht genau. Die Mehrheit der Gelehrten ist der Ansicht, dass es ewig ist. Manche wie Ibn Taymiyyah, einige andere, die wir gerade gehört haben, sind der Ansicht, dass es irgendwann einmal enden wird. Am Ende, wir wissen es nicht. Nur Allah weiß es. Und Allah Ta'ala hat ein Türchen offen gehalten. Er hat ein Türchen offen gehalten, indem er nämlich gesagt hat, illa masha'a rabbuk. Außer wenn dein Herr etwas möchte, anderes möchte. Und bei den Höllenbewohnern hat er gesagt, Allah tut, was er möchte. Bei den Paradiesbewohnern hat er gesagt, da gibt es eine Gabe, die nicht enden wird. Und man muss ganz offen sagen, dass das Bild, was wir haben von Allah subhanahu wa ta'ala, was durch den Koran auch immer wieder geprägt wird, eher ein barmherziges Bild ist und kein Strafen ist. Es gibt Strafe, gar keine Frage. Aber die Barmherzigkeit steht immer im Vordergrund. Und deswegen, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Wa rahmati wasi'at kulla shay. Und meine Barmherzigkeit umfasst alles. Meine Barmherzigkeit umfasst alles. Und in diesem Sinne überlassen wir das Wissen diesbezüglich Allah Ta'ala und verstehen diese Verse als eine Androhung von Allah, dass es eine Strafe geben wird und dass es Menschen geben wird, die wahrscheinlich auch das Höllenfeuer niemals verlassen werden. Aber ob Allah Ta'ala irgendwann einmal dann dem ein Ende setzen wird oder nicht, das weiß nur Allah alleine. Und Allah ist der Barmherzige. Und wir können alle nur auf die Barmherzigkeit Allahs hoffen. Das ist das, was wir uns alle wünschen am Ende. Weil wir sind alle in gewisser Weise davon abhängig. Deswegen wundere ich mich auch immer wieder, dass es da so manchmal auch sehr, sehr harte Diskussionen gibt. Und weiß ich, ja, am Ende sage ich immer, Allah ist barmherzig, Alhamdulillah. Und wenn er barmherzig ist, dann ist er barmherzig für uns alle. Und wir profitieren alle davon. Und wir erhoffen uns am Ende ohnehin das Beste für alle Menschen. So wie es unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan hat. Kommen wir jetzt weiter, insha'Allah ta'ala, zu den darauffolgenden Versen, welche wiederum angsteinflößend sind. Nachdem Allah ta'ala gesagt hat, lange Zeiten darin zu verweilen, spricht jetzt Allah subhanahu wa ta'ala darüber, dass die Höllenbewohner im Grunde genommen in der Hölle keine Ruhe finden werden. Und es nicht wirklich einen Moment geben wird, wo sie zu sich kommen werden und wo sie genießen können. Und aus diesem Grund sagt Allah Ta'ala und er fügt hinzu, لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا. Sie werden darin weder Kühlung noch Getränk kosten. Weder Kühlung noch Getränk. إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا. Außer heißem Wasser und stinkender Brühe. Das ist das Einzige, was sie bekommen werden. Selbst wenn sie etwas zu trinken bekommen werden, dann werden sie etwas Heißes zu trinken bekommen. Und Allah Ta'ala, er spricht an verschiedenen Stellen im Koran über dieses siedende Wasser. Dhuq, innaka anta al-azizul karim. Thumma yusabbu fawqa ra'sihi min azabin hamim. Dhuq, innaka anta al-azizul karim. Und dann wird über seinen Kopf von der Strafe des siedenden Wassers geschüttet und gekippt. Koste, du warst doch derjenige, der glaubte, er wäre etwas Besonderes, er wäre der Anerkannte, der Karim, ja, der von allen geehrt wird. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt auf, dass diese Menschen dann im Höllenfeuer erniedrigt werden. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht sogar an anderer Stelle in Surat Muhammad, dass sie von diesem siedenden Wasser trinken werden, welches ihre Eingeweide zerreißen wird. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, ya Rabbil Alamin. Manche Gelehrte haben gesagt, mit Bard ist nicht Kühlung gemeint, sondern mit Bard ist Schlaf gemeint. In der arabischen Sprache benutzt man das unter anderem auch für die Zeit, wo man Mittagsschlaf macht. Für die Zeit, wo man Mittagsschlaf macht. Und
Allah Ta'ala, er will damit zum Ausdruck bringen, dass es im Grunde genommen keine Zeit geben wird, in der man im Höllenfeuer wirklich zur Ruhe kommen kann. Es ist eine Zeit, wo es um die Strafe geht. Und nachdem Allah Ta'ala darüber gesprochen hat, dass es nur heißes Wasser und nur stinkende Brühe, Rassaq, geben wird im Höllenfeuer, also die Überreste der Höllenbewohner, möge Allah Ta'ala uns davor bewahren, sagt Allah Ta'ala, jaza'an wifaqa, als angemessene Vergeltung. In einer Überlieferung heißt es wie folgt, kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan, al jaza'u min jinsil amal. So wie du dies verschuldest, würdest du es auch zurückbekommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Gelehrten haben gesagt, ja, al jaza'u min jinsil amal. Die Vergeltung ist immer entsprechend der Tat, die du vollzogen hast. Und deswegen sollte ich als Muslim ganz genau darauf achten, was ich tue. Am jüngsten Tag wird es so sein, dass derjenige, der seine Zakat nicht gegeben hat, wenn er beispielsweise Viehbestand hatte und seine Zakat nicht bezahlt hat, was wird dann geschehen? Was berichtet der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Nicht bei Viehbestand. Denn der Prophet hat das sehr bildlich beschrieben. Die Kamele oder die Kühe, je nachdem, was er besaß, sie werden über ihn laufen, immer wieder über ihn laufen. Wenn es Gold und Silber gewesen ist, dann wird es erhitzt und seine Haut wird damit gebügelt, so wie es Allah Ta'ala im Koran erwähnt hat. Wenn es Geld war oder ein Schatz gewesen war, dann wird dieser Schatz am jüngsten Tag zu einer Schlange werden, welche sich um den Hals dieses Menschen schlingen wird und ihn dann erfassen wird mit ihren Beißzähnen und sich in ihn beißen wird und sagen wird, ana kenzuk, ana maluk, ich bin dein Schatz, ich bin dein Vermögen. Al-jaza'u min jinsil amal. Das muss man sich immer merken. Und die Sache ist die, meine lieben Geschwister im Islam, dass man häufig bestimmte Dinge schon im diesseitigen Leben zurückbekommt. Vieles von dem, was du hier tust, wirst du schon hier zurückbekommen. Beispiel. Wenn du deine Eltern schlecht behandelst, dann ist es sehr, sehr häufig so, und es haben schon viele berichtet, und das erkennt man auch, und das ist auch ganz logisch, erkläre ich auch gleich warum, dass deine eigenen Kinder dich ebenfalls schlecht behandeln werden. Warum ist das so? Weil deine Kinder das von dir abschauen. Sie sehen ganz genau, wie du deine Eltern behandelst. Das ist also auch logisch. Sie lernen das von dir. Du schreist permanent deine Eltern an. Bist unverschämt gegenüber deinen Eltern. Tust nicht das, was deine Eltern von dir verlangen. Hast keinen Respekt. Bist vorlaut. Besserwisserisch. Deine Kinder gucken das ab. Du denkst, die verstehen das nicht. Aber sie verstehen das. Sie sehen das. Wenn sie zu Oma gehen, zu Opa gehen, mit dir gemeinsam, dann gucken sie sich das ab. Und machen das dann irgendwann einmal genauso. Und wenn du dann sagst, warum bist du so frech? Dann sagen sie dir ganz frech, du hast doch deine Eltern auch so behandelt. Subhanallah. Al-jaza'u min jinsil amal. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt dir in der Regel, was dich erwarten wird am jüngsten Tag schon im diesseitigen Leben. Jaza'an wifaqa. Und deswegen achte auf deine Taten. Achte darauf, was du tust. Weil es wird der Tag kommen, wo du dafür bezahlen musst. Und dann spricht Allah subhanahu wa ta'ala darüber, was sie genau gemacht haben. Das heißt, Allah begründet es. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Dass Allah ta'ala nicht einfach sagt, ja, sie werden bestraft, weil sie ungläubig waren, sondern Allah ta'ala zeigt, was sie genau gemacht haben. Und er nennt hier zwei Dinge. Das erste, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sie erwarteten ja niemals eine Abrechnung. Das ist jetzt so übersetzt worden, yarjun. Was ist aber die Bedeutung von raja? In der arabischen Sprache. Was bedeutet Raja? Nicht nur erwarten, sondern hoffen, sich etwas erhoffen. Das heißt, sie wollten mit hier Abrechnungen, weiß ich nicht, was überhaupt nichts zu tun haben. Sie, immer dann, wenn über das Leben nach dem Tod gesprochen wurde oder genau über solche Themen, du wirst das doch einmal zurückzahlen müssen, haben sie gesagt, lass mich damit in Ruhe. Damit will ich nichts tun, interessiert mich nicht. Sie waren also voll und ganz fokussiert gewesen auf was? Auf das diesseitige Leben. Und interessant ist, wie Allah Ta'ala diesen Satz formuliert hat. Und zwar,
einmal mit einem Verb im Präteritum und einmal mit einem Verb im Präsens. Kanu la yarjun. Und in der arabischen Sprache bedeutet das, dass sie das immer wieder abgelehnt haben. Also nicht nur einmal, sondern immer wieder, wenn jemand sie ermahnt hat, wenn jemand zu ihnen gekommen ist und ihnen gesagt, guck mal, überdenke doch mal dein Handeln. Du solltest dich mal ein bisschen mit dir selbst beschäftigen. Du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen, haben sie immer wieder gesagt, lass mich damit in Ruhe. Nicht nur einmal, mehrere Male. Und worauf deutet das hin, meine lieben Geschwister? Dass Allah Ta'ala in der Regel einem Menschen immer wieder Zeichen schickt. Du bekommst immer wieder Zeichen von Allah. Nicht nur einmal, sondern immer wieder schickt dir Allah Ta'ala Zeichen in deinem Leben, die deine Augen öffnen sollen. Und die Frage, die sie stellt, ist, was machst du aus diesen Zeichen? Nutzt du sie, um dich zu verändern, um in dich zu kehren, um dich zu verbessern in deinem Leben, um zu bereuen? Oder verschließt du deine Augen vor diesen Zeichen und läufst durch dein Leben wie ein Blinder, der taubstumm ist? Blind und stumm. Summun bukmun umyun. Stumm, blind und taub. فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Die verstehen nichts. Sie nutzen nicht die Sinnesorgane, die Allah ihnen gegeben hat. إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا. Und deswegen, meine lieben Geschwister, ist es so unglaublich wichtig, dass ich als Muslim mir immer wieder Gedanken mache über meine Taten und mich selbst zur Rechenschaft ziehe. Eine der wichtigsten Eigenschaften eines gottesfürchtigen Menschen. Was sagt Allah Ta'ala über die Gottesfürchtigen, über die Allah auch gleich sprechen wird? Ja, أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ. Oh, die ihr glaubt, fürchtet Allah. Und was ist die Eigenschaft eines Gottesfürchtigen? وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. Und jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. وَاتَّقُوا اللَّهِ. So fürchtet Allah. إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Wahrlich, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Und jetzt der nächste Punkt. Warum sie im Höllenfeuer verweilen werden. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Und erklärten unsere Zeichen hartnäckig für Lüge. Sie waren entschieden in ihrer Entscheidung gewesen. Und es ist ganz wichtig, diese Worte Allahs sind unglaublich wichtig, damit wir verstehen, für wen das Höllenfeuer überhaupt vorgesehen ist. Für Menschen, die bewusst den Glauben geleugnet haben. Für Menschen, die bewusst den Glauben geleugnet haben. Es kamen zu ihnen Zeichen, die ihnen die Augen öffnen sollten, aber sie haben diese Zeichen vehement abgelehnt. Sie waren nicht bereit gewesen, sich wenigstens einmal damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Von vornherein haben sie die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala kategorisch ausgeschlossen. Vielleicht wussten sie sogar, dass das die Wahrheit ist, aber sie haben sie einfach verleugnet. Und deswegen Allah Ta'ala, er verwendet hier eine Steigerungsform. Er sagt nicht nur einfach, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, sondern er sagt, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, und nicht nur تَكْذِيبَ, sondern كِذَّابَ, صِيرَتْ مُبَالَغَ. Also nochmal eine Übertreibungsform, mit der zum Ausdruck gebracht werden soll, wie ihre Einstellung gewesen ist gegenüber den Zeichen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nennt also zwei Dinge. Menschen, die nicht bereit sind, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ihren Taten, und Menschen, welche die Zeichen Allahs, obwohl sie zu ihnen gelangen, verleugnen aus den unterschiedlichsten Gründen. Das sind die Höllenbewohner, die Allah subhanahu wa ta'ala hier beschreibt. Und damit auch jedem klar ist, was er getan hat, und niemand am jüngsten Tag sagen kann, oh Allah, du hast mich zu Unrecht bestraft, sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Doch alles haben wir schriftlich erfasst. Wenn wir über ein Kitab sprechen, dann denken wir immer an ein Buch. So ein Buch. Aber mit einem Kitab muss nicht so ein Buch gemeint sein. Wenn wir beispielsweise unsere heutigen digitalen Mittel haben, wie eine CD, ein USB-Stick, das ist alles, also diejenigen, die ich bin jetzt kein Experte auf diesem Gebiet, aber das wird ja auch in irgendeiner Weise, in irgendeiner Sprache dann, ja, niedergeschrieben.
sodass alles gespeichert sein kann. Und dann habe ich ein Video. Und ich kann es sehen. Wenn also Allah Ta'ala hier über ein Kitab spricht, dann muss damit nicht einfach nur ein Kitab gemeint sein, sondern kann es wirklich sein, dass du am jüngsten Tag, und ich bin mir da relativ sicher, dass es nicht einfach nur ein Buch sein wird, sondern dass du am jüngsten Tag selbst sehen wirst. Du wirst dich selbst sehen. Ja, vielleicht wirst du das, was du getan hast, noch einmal durchleben, damit du auch wirklich kein Argument hast gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Und es wird Menschen geben am jüngsten Tag, welche zu Allah sagen werden, in aller Frechheit und Überheblichkeit, O Allah, du behauptest von dir selbst, dass du der Gerechteste aller Gerechten bist. All das, was du mir hier vorgehalten hast, akzeptiere ich nicht. Ich möchte, dass du mir Zeugen bringst, die das bestätigen. Der Prophet zu Hause berichtet darüber. Und was macht dann Allah Ta'ala? Allah Ta'ala wird sagen, wie du möchtest. Und er lässt seinen Mund versiegen, sodass er nicht mehr sprechen kann. Und wer fängt an zu reden? Seine Hände. Und seine Füße. Und sie erzählen alles, was der Mensch gemacht hat. Stell dir mal vor, deine Hände fangen an zu reden. Du hast gestohlen, du hast geschlagen, was weiß ich, was für Sünden begangen. Das sind alles Zeugen am jüngsten Tag. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Sie werden zu ihren Häuten sagen, warum habt ihr gegen uns bezeugt? قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Sie werden antworten, unsere Häute werden antworten. Unsere Haut, subhanallah, sie wird dann reden und sagen, Allah hat uns sprechen lassen, der alles sprechen lassen hat. Er hat uns eine Sprache gegeben. Jetzt können wir, im diesseitigen Leben können wir nicht reden, aber am jüngsten Tag wird die Haut eine Zunge bekommen. Und sie wird reden können. Und sie wird bezeugen. Allahu Akbar. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Jeder wird sein eigenes Buch haben. Sein eigenes Video, seine eigene CD, weiß ich nicht was. Was wir noch in Zukunft erleben werden an digitalen Möglichkeiten. Jeder von uns wird sein eigenes Drehbuch haben, jeder einzelne von uns. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Und jeder wird am jüngsten Tag, jeder wird eine Art, wieder eine Art Vogel haben. Wie eine Art Buch, ja, was Flügel hat und was sich an dir festkrallen wird. Es kennt genau seinen Inhaber. Jedes Buch kennt seinen Inhaber. Und am jüngsten Tag werden wir ihm ein Buch vorlegen. يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, was aufgeschlagen sein wird. اقرأ كتابك, lies dein Buch. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Heute reicht du dir selbst als jemand aus, der dich zur Rechenschaft ziehen kann. Allahu Akbar. Nichts bleibt aus von dem, was man getan hat, sodass niemand am jüngsten Tag behaupten kann, ich wurde zu Unrecht behandelt. Die meisten Menschen, die sich heutzutage im Gefängnis befinden, selbst wenn es Mörder sind, ich übersetze ab und zu mal, dolmetsche ab und zu mal in Gefängnissen, und bei fast allen Gesprächen hörst du immer an einem Mazlum. Der hat deine Frau umgebracht, an einem Mazlum. Die haben mich verrückt gemacht, deswegen musst du meine Frau umbringen. Allahu Akbar. Ja? Oder ich musste sie sozusagen irgendwie, sie hat gerade mal so überlebt, nachdem ich sie mehrmals sozusagen gestochen habe mit meinem Messer. Ja? Aber an einem Mazlum. Jeder glaubt, er sei Mazlum, er sei irgendwie zu Unrecht im Gefängnis. Am jüngsten Tag wird dir Allah vorhalten, was du getan hast, sodass du es selbst sehen kannst. Und dass niemand behaupten kann, O Allah, du hast mich zu Unrecht bestraft. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala in Surat al-Mulk? Fällt gerade der Vers nicht ein, wo es um وَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحْقًا بِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Und sie werden ihre Sünden eingestehen. Sie werden sie eingestehen. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Aber das wird alles nichts bringen. فَذُوقُوا, so kostet, فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Wir werden euch nur die Strafe mehren. Das ist einer der härtesten Verse im Koran überhaupt. Du glaubst, es wird leichter mit der Zeit? Nein, es wird schwieriger mit der Zeit. Ich habe in Tafsir von An-Nasafi gelesen,
dass er gesagt hat, das ist der härteste Vers über das Höllenfeuer. Weil immer wenn du glaubst, es wird weniger, wird es mehr. Möge Allah uns davor bewahren, ja Rabbi. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala über diese Strafe gesprochen hat, die er androhte, spricht jetzt Allah Ta'ala über die anderen Menschen, welche die Zeichen Allahs erkannt haben, welche sich selbst zur Rechenschaft gezogen haben, welche die Zeichen Allahs nicht verleugnet haben. Inna lil muttaqina mafaza. Es fängt ein neuer Abschnitt an. Gewiss, für die Gottesfürchtigen wird es einen Ort des Erfolgs geben. Mafaza ist eine Form, welche auf einen Ort hindeutet. Ist ein Makan. Also ein Ort, wo sie gerettet werden. Ein Ort, wo sie erfolgreich sein werden. Also mit anderen Worten, sie werden das Paradies betreten. Wer sind die Muttaqin? Die Muttaqin sind diejenigen, welche auf ihre Taten Acht gegeben haben. Welche sich selbst zur Rechenschaft gezogen haben. Welche versucht haben, die Grenzen Allahs einzuhalten von Taqwa. Taqwa bedeutet nichts anderes, als zwischen sich und zwischen dem Zorn Allahs subhanahu wa ta'ala einen Wald zu errichten, sodass ich die Grenzen Allahs nicht überschreite. Und jetzt spricht Allah ta'ala über das, was die Muttaqin bekommen werden. Hada'iqa wa a'naba, umfriedete Gärten und Rebstöcke. Also viele Gärten und Rebstöcke, sodass sie viel Obst haben. Und dann, وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَ und prächtige, gleichaltrige, weibliche Wesen. أَتْرَاب bedeutet gleichalt. In einer anderen Sura, in Surat Al-Waqi'ah, heißt es عُرُبًا أَتْرَابَ. Sie sind gleichalt. Und wie alt sind die Paradiesbewohner im Paradies? 33 Jahre. Das heißt, diese Wesen sind entweder genauso alt wie die Paradiesbewohner selbst, oder sie haben dasselbe Alter, sodass sie sich untereinander sehr gut verstehen können und dass Harmonie entstehen kann. Kawa'ib deutet auf eine junge Frau hin. Kawa'ib deutet auf eine junge Frau hin. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hierüber. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist auch mal die Frage, ja, wie ist das mit den Frauen im Paradies? Ja, haben jetzt nur die Männer etwas im Paradies und die Frauen nicht? Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf, dass es sowohl Materielles als auch Immaterielles im Paradies gibt. Und das wirklich Wichtige, worauf es ankommt im Paradies, ist die absolute Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Menschen. Es gibt eine sehr, sehr schöne Überlieferung, in der Allah ta'ala die Paradiesbewohner befragen wird. O Paradiesbewohner, und sie werden rufen, Labbaika Rabbuna wa sa'daik. Wir sind wir, oh unser Herr, was möchtest du? Woraufhin Allah Ta'ala die Paradiesbewohner fragen wird, seid ihr mit dem zufrieden, was ich euch gegeben habe? Und sie werden sagen, oh Allah, wie sollen wir nicht zufrieden sein, wo wir alles haben, es uns an nichts fehlt. Und Allah Ta'ala dann sagen wird, es gibt noch eine Sache, die ich euch geben werde. Und was ist diese Sache, die Allah ihnen noch geben wird? In dieser Hadith nicht. Ja, nicht in diesem Hadith, nicht in diesem Hadith. Das ist nochmal dieser Anblick Allah subhanahu wa ta'ala. Er wird nie wieder zornig sein. Nie wieder. Ein Versprechen. Khalas. Ist vorüber. Die Zeit der Prüfung ist vorüber. Jetzt kommt die Zeit, wo ich das Leben genießen kann, wenn man so schön sagen kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier über diesen Aspekt. Es kann aber auch sein, dass damit gemeint ist, dass Mann und Ehefrau im Paradies gleichaltrig sein werden. Und dann spricht Allah Ta'ala über den nächsten Punkt. وَكَأْسًا دِهَاقًا und ein stets voller Becher, der immer wiederkehren wird. Und mit einem Becher ist hier auch ein Becher gemeint von dem Wein des Paradieses. Was ist der Unterschied zwischen dem Wein des Paradieses und dem Wein des diesseitigen Lebens? Der Unterschied ist, dass wenn ich Wein in diesseitigem Leben trinke, dass ich danach Kopfschmerzen bekomme, ich einen Kater habe, es mir nicht gut geht, es meiner Gesundheit schadet, meinem Verstand schadet. Aber wenn ich Wein im Paradies trinke, dann werde ich dieses Gefühl der Glückseligkeit erlangen, ohne jegliche
Nebenreaktion, ohne dass ich irgendetwas von dem zu spüren bekomme. Und dann, jetzt kommt der wichtige Punkt, لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Weder hören sie darin unbedachte Rede noch Lüge. جزاء من ربك عطاء حساب. Dies als Belohnung von deinem Herrn. Im diesseitigen Leben haben die Muttaqin auf ihre Worte Acht gegeben. Und deswegen, wie beschreibt Allah Ta'ala die gläubigen Muslime im Koran? Eine der ersten Eigenschaften überhaupt, nachdem Allah Ta'ala über das Gebet spricht, قَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, erfolgreich sind die Gläubigen, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, jene, welche in ihrem Gebet demütig sind. Und jetzt, was ist die nächste Eigenschaft? وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, und jene, welche von unnützem Gerede sich abwenden. Allahu Akbar. Direkt nach dem Gebet kommt die Eigenschaft, dass sie sich abwenden von unnützem Gerede. Aus ihrem Mund kommt nur Gutes. Und als Belohnung dafür, wie wir gesagt haben, al-jaza'u min jinsi al-amal, die Belohnung oder die Vergeltung ist immer entsprechend der Tat, werden sie im Paradies auch keine schlechten Worte hören. Was ist die Grundbedeutung von Iman? Al-Imanu lughatan. Ma ma'ana al-Imanu lughatan? Was bedeutet al-Imanu sprachlich? Ja, und jemand anderes. Ma huwa ma'ana al-Iman lughatan? Tasdiq. Tasdiq. Tasdiq kommt von was? Von Sidq. Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit. Und deswegen werden sie im Paradies auch keine Lüge hören. Im diesseitigen Leben sind sie ehrlich gewesen, haben die Wahrheit bestätigt und werden dafür am jüngsten Tag im Paradies keine Lüge hören. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Merkt euch das. Wenn du ehrlich bist, auch im diesseitigen Leben, dann wirst du auch ehrliche Menschen kennen, in der Regel. Und du wirst dich nur mit ehrlichen Menschen und aufrichtigen Menschen umgeben. Wenn du aber jemand bist, der permanent lügt und der nur schlechte Worte von sich gibt, dann wirst du meistens auch nur Menschen um dich herum haben, welche ebenfalls permanent lügen und nur schlechte Worte von sich geben. Du bist derjenige, der selbst bestimmt, was er für Freunde um sich hat, was er für Menschen um sich hat, im diesseitigen Leben und im jenseitigen Leben. Und ich wiederhole noch einmal die Verse aus Surat An-Nur. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Die guten Männer für die guten Frauen und die guten Frauen für die guten Männer. وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ. Und die schlechten Frauen für die schlechten Männer. Und die schlechten Männer für die schlechten Frauen. Am jüngsten Tag werden die Menschen getrennt voneinander. Und du kannst dir jetzt überlegen, mit wem du zusammen sein möchtest. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, dass diejenigen am jüngsten Tag bei ihm am nächsten sein werden, welche genau diese Eigenschaften hatten. Den guten Charakter. Was sagte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah. Die Menschen, die ich am meisten liebe und die am jüngsten Tag am nächsten bei mir sein werden, sind welche Menschen? Ahasinukum akhlaq. Diejenigen, die den besten Charakter haben. Und umgekehrt genauso. Wa inna min abghadikum ilayya. Und diejenigen, die ich am meisten verabscheue. وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Und die am weitesten von mir am jüngsten Tag entfernt sein werden, sind welche Menschen? الثَّرْثَرُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ. Diejenigen, die viel quatschen. Thartharah. Jemand, der immer nur viel Blödsinn redet. Unnützes Gerede. Thartharah. Farfar, nur redet die ganze Zeit und von einem Thema zum anderen springen und kein Komma noch Punkt kennt. Hauptsache er redet. Farfarun. Wal-Mutashaddiqun, jemand, der angibt, wenn er redet. Mutashaddiq, glaubt, er wäre was Besonderes. Wal-Mutafayhiqun. Und die Sahara fragten, wer sind die Mutafayhiqun, ja Rasulallah? Und er sagt, Salah sind Mutakabbirun, die Überheblichen. Unser Prophet liebt solche Menschen nicht. Und dementsprechend umgibt sich unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch nicht, weder im diesseitigen Leben noch im jenseitigen Leben, mit solchen Menschen.
لا يسمعون فيها جزاء لغوا ولا كذابا. Weder hören sie darin unbedachte Rede noch Lüge. جزاء من ربك عطاء حسابا. Dies als Belohnung von deinem Herrn, als hinreichende Gabe. Also wenn wir eine Sache aus dieser Sure lernen, ist diese wichtige Regel. Merkt euch das, braucht ihr immer. Das gilt für das Diesseits und für das Jenseits. الجزاء من جنس العمل. Die Vergeltung ist immer entsprechend der Tat. Merkt ihr das? Das wirst du dein Leben lang benötigen. Liebe Schwester, lieber Bruder, das ist eine Regel, die brauchst du dein Leben lang. Und die würde ich ein Leben lang verfolgen. Sei dir sicher, wenn du irgendwann einmal etwas Gutes getan hast, das wird zurückkommen. Und wenn du irgendwann einmal etwas Schlechtes getan hast, das wird zurückkommen. Und meistens schon im diesseitigen Leben, vor dem jenseitigen Leben. Und jetzt gibt es nochmal einen Sprung. Es ist nochmal ein sozusagen eigener Abschnitt in diesem letzten Abschnitt. Allah Ta'ala, er fängt jetzt an, noch einmal über den jüngsten Tag zu reden. Um damit die Sura abzuschließen. Weil wir haben gesagt gehabt, in dieser Sura geht es um was? In dieser Sura geht es um eine Drohung an die Mekkaner. Sie sollen aufgerüttelt werden. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er rüttet sie auf, indem er nämlich diese Sure beginnt mit einer Androhung und abschließt mit einer Androhung. رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا. Eine Frage an diejenigen, die der arabischen Sprache mächtig sind. Warum sagt Allah Ta'ala Rabbi und nicht Rabbu? Es gibt die Qira'a auch Rabbu im Übrigen. Ja? Gibt es auch رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ. Warum Rabbi? Auf was bezieht sich Rabbi? Ja, ja, mashallah, Allahu Akbar. Mer Rabbika, ja, es ist ja im Genitiv und deswegen ist auch Rabbi hier im was? Im Genitiv. Ganz wichtig. Ja, also Genitiv im Arabischen wird zum Ausdruck durch diesen Kesra. Deswegen heißt Rabbi. Also Allah Ta'ala, er zeigt uns etwas ganz Wichtiges auf, diesen Übergang. Das hängt miteinander zusammen. Allah spricht jetzt über die Muttaqin, aber geht wieder über zum eigentlichen Thema der Sura. رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ. Man denkt so, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber sehr, sehr viel. So, als hätte Allah da einen kurzen Exkurs gemacht, um aufzuzeigen, dass es auch Menschen geben wird am jüngsten Tag, die gerettet werden, um jetzt nochmal zum eigentlichen Thema zu kommen. Dem Herrn der Himmel und der Erde. Und dessen, was dazwischen ist. Und jetzt kommt dem Al-Abama. Das ist merkwürdig, subhanallah. Was sucht hier das Wort Al-Abama in diesem Kontext? Hier kommt nochmal das zum Vorschein, was wir gesagt haben. Ganz gleich, wie stark Allah Ta'ala eine Strafe androht, es schimmert immer was hervor? Es schimmert immer die Barmherzigkeit Allahs hervor. Selbst in der Androhung, subhanallah. Merkt man, Allah Ta'ala ist wirklich der Barmherzigste aller Barmherzigen. Und deswegen jede Sura wird eingeleitet mit Bismillahirrahmanirrahim. Obwohl es sich um eine Sura handelt, wo es eher um die Strafe geht, beginnt Allah Ta'ala diese Sura mit den Worten Ar-Rahmanirrahim, dem Al-Abama, dem Barmherzigen. Um dann wieder überzugehen auf was? Wieder überzugehen auf diesen gewaltigen Tag, wo kein Mensch auch nur einen Mucks von sich geben kann, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dies nicht zulässt. La yamlikuna minhu khitaba. Sie verfügen nicht darüber, vor ihm zu reden. Du willst reden, du kannst aber nicht reden. Du willst etwas sagen, aber du kannst nicht sagen. Du bist vielleicht ein Redner im diesseitigen Leben gewesen, aber du wirst deine Stimme nicht erheben können, deine Zunge nicht bewegen können, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht dazu die Erlaubnis gibt. Was muss das für ein Tag sein, wo alle still sind und wo nur derjenige reden darf unter Milliarden von Menschen, Milliarden von Adam an bis zum letzten Menschen, der auf dieser Welt gelebt hat, wo alle still sind und keiner etwas sagen kann, außer wenn Allah das zulässt. Was muss das für ein Anblick sein? Was muss das für ein Moment sein?
Ein Moment der Ehrfurcht, ein Moment der Angst, ein Moment, wo weiß ich, wie viele Emotionen zusammenkommen, wo die Menschen nicht wissen, wie es weitergeht. Und wo vielleicht nur einige wenige Menschen reden dürfen, denen Allah Ta'ala die Erlaubnis gibt. Und zwar diejenigen, welche an diesem Tag etwas Gutes reden. Mit anderen Worten, nur diejenigen, die auch im Diesseits gut gewesen sind. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala? يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Am Tag, der der Geist und die Engel in Reihe stehen, sie werden nicht sprechen, außer wem der Allerbarmer es erlaubt. Also es werden Menschen, wird Menschen geben, die dürfen sprechen. Aber welche Menschen sind das? Diejenigen, die Sawaba sagen, die etwas Richtiges sagen. An diesem Tag dürfen nur diejenigen reden, welche etwas Vernünftiges zu sagen haben. Und was könnte damit gemeint sein? Menschen, die vielleicht Schafa'a machen dürfen, denen Allah erlaubt zu reden, damit sie jetzt vortragen, für wen sie gerne ein Wort einlegen möchten, für wen sie gerne Fürsprache machen möchten. Und es wird einfache Menschen geben, einfache Menschen, die keine Propheten waren, die keine, weiß ich nicht, außergewöhnlichen Menschen gewesen sind, außer dass sie eine gute Tat vollzogen haben. Ein Schahid, ein Märtyrer, wird für 70 seiner Familie Schafa'a machen. Ein Hafiz, jemand, der den Koran auswendig konnte. Allah wird ihm erlauben, für 10 Menschen Schafa'a zu machen. Menschen, die er sich aussuchen kann. Wa qala sawaba. Leute, die dann vielleicht bezeugen werden. Und am jüngsten Tag werden Propheten befragt werden. Vor allen Menschen. Ob sie ihre Botschaft verkündet haben und sie werden sagen, ja, oh Allah. Und wenn dann das Volk verleugnen wird, dass noch nie jemand zu ihnen gekommen ist, dann werden die Propheten verweisen auf Zeugen. Und zu diesen Zeugen gehören unter anderem wir, die Muslime, die Umme unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Wa qala sawaba, an diesem Tag kommt nur die Wahrheit zum Vorschein. Allahu Akbar. Aber interessant ist, wieder Ar-Rahman. Das ist unglaublich. Gerade in diesem Kontext, ja, kommt Ar-Rahman wieder. So als würde uns Allah eine Botschaft mitteilen. So gewaltig dieser Tag auch sein muss, so angsteinflößend er sein muss, ich darf die Hoffnung niemals verlieren. Selbst an diesem Tag. Und deswegen Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa arda, was sagte er? Er sagte, wenn alle Menschen das Höllenfeuer betreten würden, außer einer Person, dann hätte ich die Hoffnung, dass ich diese Person bin. Verliere niemals die Hoffnung. Allah gibt uns auch an diesem Tag Hoffnung. Wer ist mit Ar-Ruh gemeint in diesem Vers? Der Geist. Wer ist damit gemeint? Mit Ar-Ruh. Ja. Manche Gelehrte sagen, damit ist Jibril alayhi salam gemeint. Allah sagt, am Tag, da der Geist und die Engel in Reihe stehen. Aber Jibril ist doch ein Engel. Hebt jetzt Allah Jibril extra hervor? Oder könnte mit dem Geist etwas anderes gemeint sein? Manche Gelehrte haben gesagt, Ar-Ruh sind die Seelen der Kinder Adams. Alle werden in einer Reihe stehen oder in mehreren Reihen. Vorne die Menschen, hinter ihnen die Engel. In Reihe und Glied. Allahu Akbar. Was muss das für eine Reihe sein? Das muss ich mir vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen, oder? Alle Menschen plötzlich in Reihe. Die Engel in Reihe. Du siehst die Engel. Ein unglaublicher Anblick. Das ist wahrhaftig, der wahrhaftig eintreffende Tag. Wer nun will, nimmt zu seinem Herrn eine Heimkehr. Wer will, der kann sich ändern. Der kann jederzeit Taube machen. Kann jederzeit zu Allah zurückkehren. Kann jederzeit sein Leben verändern. Allah gibt dir jetzt nochmal Hoffnung. Und deswegen, Ar-Rahman, jederzeit kannst du zurückkehren zu Allah jetzt in diesem Moment, wo du hier sitzt. Wo du vielleicht gerade, kann sein, ja, einer von uns hat vielleicht gerade eine große Sünde begangen. Ist sehr, sehr weit entfernt von Allah subhanahu wa ta'ala. Während wir hier sitzen, kann man einfach Taube machen und zu Allah zurückkehren. Und Allah nimmt dich an. Es liegt einfach an dir. Ob du willst oder nicht. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Wer nun will,
nimmt zu seinem Herrn eine Heimkehr. Es ist immer abhängig von dir. Gib niemals anderen die Schuld. Sag niemals, ja, ich habe nicht dieselben Voraussetzungen gehabt wie die und die. Nein, es liegt immer an dir selbst. Du kannst aus dem, was du hast, das Beste machen. Oder selbst wenn du alles hast, kannst du scheitern. Es liegt an dir. Was machst du aus deinem Leben? Deine Beziehung zu Allah hängt von dir ab. Von niemandem anderen. Gib niemals jemandem anderen die Schuld und sag, ja, der hat mich in die Irre geführt, der hat mich vom Weg abgebracht, ich bete nicht, weil der nicht betet. Allahu Akbar. Ja, wenn er anfängt zu beten, dann fange ich auch an zu beten. Ihr werdet jeder einzelne von euch allein vor Allah stehen. Oder, ja, guck dir doch mal die ganzen Muslime an, ja, die beten zwar, aber, weiß ich, die stehen und tun was. Ja, na und? Das ist doch ihr Problem. Das ist ihr Problem. Sie müssen vor Allah hin Rechenschaft ablegen. Die Frage ist die, was ist mit dir? Mach dich nicht abhängig von anderen. Wenn andere scheitern, musst du doch nicht scheitern. Wenn andere vom Weg abkommen, musst du doch nicht vom Weg abkommen. Du kannst selbst entscheiden, Allah hat dir einen Willen gegeben. Was machst du aus deinem Leben? Es liegt in deiner Hand, ganz allein in deiner Hand. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Wer nun will, nimmt zu seinem Herrn eine Heimkehr. Und jetzt der letzte Vers, der es noch einmal in sich hat. إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا. Wir warnen euch ja vor naher Strafe. Die Strafe ist nah. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Sie sehen es als etwas sehr Weites an. Aber wir sehen es als etwas Nahes an. Gehen wir mal davon aus, dass der jüngste Tag erst in 1000 Jahren beginnen wird. Was sind 1000 Jahre? In der gesamten Geschichte dieser Erde, was sind 1000 Jahre? Nichts. Nichts. Innahum yarawnahu ba'ida. Ist noch sehr weit entfernt. Wa narahu qariba. Aber wir sehen es als etwas sehr, sehr Nahes. Und deswegen Allah sagt, wir warnen euch ja vor naher Strafe. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. So schließt sich die Sura. Am Tag, da der Mensch schauen wird, was deine Hände vorausgeschickt haben, es liegt an dir. Was hast du vorausgeschickt? Du bist dafür selbst verantwortlich. الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Die Vergeltung ist entsprechend deiner Handlung, die du selbst vorausgeschickt hast mit eigener Hand. Und jetzt schließt Allah diese Sura ab mit einem gewaltigen Satz. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Und der Ungläubige sagen wird, oh, wäre ich doch Erde. Warum würde er das sagen? Was ist der Grund? Ja. Er wird sehen am jüngsten Tag, wie die Tiere, welche ebenfalls untereinander abrechnen dürfen, so dass eine ungehörnte Ziege sich rächen darf am jüngsten Tag an einer gehörnten Ziege, welche sie im diesseitigen Leben gerammt hat. Subhanallah. Und nachdem das geschehen ist, werden sie zu Staub. Und der Ungläubige oder derjenige, der das Höllenfeuer sehen wird und weiß, was ihn erwarten wird, er wird sagen, wäre ich doch anstelle dieser Ziege. Dass ich vielleicht kurz eine Strafe bekomme und dann zu Staub werde. Aber es geht nicht mehr, es ist vorbei. Möge Allah uns davor bewahren, Rabbil Alamin. Das ist Surat An-Naba gewesen, wirklich eine gewaltige Surah, mit der wir Alhamdulillah den gesamten Juz Amma jetzt besprochen haben, in einem sehr langen Zeitraum, aber Alhamdulillah, wir haben es abgeschlossen mit Allahs Hilfe. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Worte verinnerlichen lassen und handeln lassen nach diesen Worten im Guten und in Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Amin, ya Rabbil Alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu assalihati wa tawasaw bilhaqqi. تواصل بالصبر.